Hi, hier ist wieder Markus aus der Zwergenfestung. Heute gibt es mal einen relativ kurzen Beitrag von mir, da das Thema auch Zeitersparnis ist. Es geht um Markus und Quickford. Eventuell kennst du Makros von diversen Programmen wie Excel oder Photoshop. Falls nicht, Makros beinhalten eine vom Benutzer definierte Abfolge von Aktionen, die andernfalls manuell nacheinander abgearbeitet hätte. Diese können einfach aufgezeichnet oder im Fall von Excel auch direkt als Code geschrieben werden, was sehr viel Flexibilität ermöglicht. Aber so weit müssen wir hier eigentlich gar nicht gehen. Es geht ja immer noch um Dwarf Fortress und nicht um eine Programmierschulung für Controller. In Dwarf Fortress können diese Aktionen nämlich auch aufgezeichnet und anschließend abgespult werden. Allerdings ohne, dass man Code schreiben muss. Das ist zwar auch möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Quickford hingegen setzt im Grunde auf diesen Makros auf. Nur ist das ein visueller Ansatz mit externen Tools, welches dir final ein effizientes Makro daraus erstellt. Aber erst einmal zu den normalen Makros. Du kennst das bestimmt auch. Du beginnst eine neue Festung und für deine 7 bis 29 Zwerge muss erst einmal eine Schlafmöglichkeit geschaffen werden. Du beginnst also, einen Gang auszuheben und setzt mühevoll viele kleine Räume aneinander. Schlafzimmer für Schlafzimmer und immer im gleichen Muster. Diese Fließbandarbeit kann für so manchen nervig und zeitaufwendig sein. Genau für lineare Aufgaben wie diese sind Makros gedacht. Zerlege für dich im Kopf deine Aufgaben in exakt wiederholbare Arbeitspakete und überlege, welcher Schritt vor dessen Wiederholung nötig ist, um deine Arbeit an einer logischen Stelle nachzuahmen bzw. fortzuführen. Am Beispiel des Schlafzimmers. Ich gehe der Einfachheit halber davon aus, dass der Gang bereits vorhanden ist. Du gehst zur Stelle, wo der erste Raum entstehen soll. Du brauchst nach links einen zentralen Durchgang für die Tür und wieder links davon einen quadratischen Raum der Größe 3x3. Im Grunde war das schon der Teil für den Raum. Aber am Ende des Raumes kommt noch die Entscheidung, wo denn der nächste Raum positioniert werden soll. Bauen wir daraus mal ein Makro. Ich kann dir übrigens nur empfehlen, alles im Pausemodus zu erledigen, damit dir keine Ereignisse wie Geburten oder ankommende Händler dazwischen funken. Ich gehe ins Designations-Menü, so wie ich das sonst auch tun würde. Ich gehe an die Startposition, wo ich meinen ersten Raum erstellen möchte. Beispielsweise dort, wo später die Tür sein soll. Steuerung R startet die Makroaufzeichnung. Ich markiere die Tür einzeln für die Ausgrabung. Anschließend markiere ich den restlichen Raum. Ich gehe mit dem Cursor ein Teil nach links und eines nach unten und markiere dort den Anfang. Dann zwei nach links und zwei nach oben und setze dort das Ende. Nun muss ich mir nur noch vorstellen, wo der Anfang, also die Tür des nächsten Raumes sein soll und positioniere dort wieder den Cursor. Jetzt schließe ich die Makroaufzeichnung ab, indem ich erneut STRG R drücke. Das war auch schon das erste Makro. Wenn ich dieses jetzt ausführen möchte, brauche ich nur STRG P drücken. Und für jede Tastenkombination wird das Makro erneut ausgeführt. Möchte man viele Räume haben, kann das auch noch einmal abgekürzt werden. Ich möchte beispielsweise 10 Räume auf einmal anlegen. Dann kann ich dem Makromodul einfach mitteilen, das Makro 10 Mal auszuführen. Dafür STRG U drücken, die Anzahl eingeben, hier also 10, und wie vorher STRG P drücken, um die Makroausführung zu starten. Geht es noch einfacher und schneller? Ich glaube nicht. Kommen wir zum nächsten Problem. Ich möchte den gleichen Raum nun auch nach rechts aufbauen. Ich erstelle die Aufzeichnung, genau wie vorher, und kann sie abspielen. Nun fällt mir aber ein, dass ich nach links doch noch ein paar Räume für einen zweiten Gang benötige. Das Makro habe ich mit der letzten Aufzeichnung aber blöderweise überschrieben. Dafür kannst du Makros kurzerhand abspeichern. Nach der Aufzeichnung drückst du STRG S und kannst einen Namen für dein Makro vergeben. Beim nächsten Makro genauso. Benötigst du anschließend ein bestimmtes Makro, kannst du es mit STRG L wieder laden und wie gewohnt laufen lassen. Ich
denke, damit kann man schon viele sich wiederholende Tätigkeiten abkürzen. Denn Makros beziehen sich natürlich nicht nur auf das Ausheben von Räumen, sondern ebenso auf so ziemlich alle anderen Aufgaben im Spiel auch. Zum Beispiel das anschließende Aufstellen von Türen und Betten, das Erstellen von Schlafräumen aus Betten und so weiter. Ebenso kann man mit dem Makro auch Uniformen zusammenstellen, was allerdings schon ein wenig komplexer ist. Die gespeicherten Makros landen anschließend in dem Ordner des Spiels unter Data Init Makros als MAK-Dateien, wodurch sie einfach umgruppiert werden können. Und ja, natürlich kann man sie auch bearbeiten und sich Makros, ähnlich wie bei meinem Visual Basic Beispiel am Anfang, selbst zusammenschreiben oder hinsichtlich der Abarbeitung oder der Laufzeit optimieren. Hier ein kleines Beispiel, bei dem ich unnötige Befehle aus dem Makro entferne. Beim Ausführen ist es dann schon deutlich schneller. Das hier führt aber an sich schon viel zu weit. Wenn weiteres Interesse an diesem Thema besteht, gib mir aber gerne Bescheid. Diese in der Makro-Datei vorhandenen Abläufe können nun mit QuickFort erzeugt werden. Da man hier eine Art visuelle Blaupause für die Tätigkeiten entwirft, ist es deutlich einfacher, große, komplexe Strukturen zu entwerfen, als mühsam jeden kleinen Schritt aufzuzeichnen und immer aufzupassen, bloß keinen Fehler zu machen oder noch schwieriger, die Abläufe gleich händisch als Makro zu schreiben und sich vorm inneren Auge vorzustellen, was man denn da gerade überhaupt entwirft. Die Vorlagen für QuickFort können als CSV oder als Excel-Datei vorliegen und sind auf vielen Webseiten verfügbar. QuickFort kann ganz einfach, ebenso wie der Dwarf Therapist, über die Utilities im Dwarf Fortress Starter Pack aufgerufen werden. Ein Symbol im SysTray der Taskleiste zeigt an, dass es aktiv ist. In Dwarf Fortress bekommt man anschließend über ein Pop-up eine Hilfe angeboten. Mit Alt-F kann eine bereits vorhandene Vorlage geöffnet werden. Nach dem Öffnen siehst du, wie der Grundriss aussehen würde, wie groß er ist und wie viele Aktionen damit verbunden sind. Hier hast du noch einmal die Möglichkeit, den Plan zu ändern, falls du es vorher nicht bereits getan hast. Das geschieht am einfachsten in Excel, falls vorhanden. Nachdem die Daten in Spalten verteilt wurden, und eine gleichmäßige kleine Spaltenbreite gewählt wurde, kann man den Plan auch wiedererkennen und nach Belieben verändern. Aber zurück zu Dwarf Fortress. Ich habe hier also mit Alt-F einen Plan geöffnet und mit OK bestätigt. Als nächstes gehe ich in Designations und bestimme mit dem Cursor den Startpunkt. Mit Alt-V werden die Außenmaße des Plans abgefahren. Mit den Tastenkombinationen Alt-Q, Alt-W, Alt-A und Alt-S kann der Startpunkt festgelegt werden, was final aber das gleiche Ergebnis produziert. Es erleichtert dir nur die Positionierung anhand eines anderen Referenzpunktes. Wenn das soweit passt, kann der Plan mit Alt-D in die Tat umgesetzt werden, was dann ein paar Sekunden dauert. Hier wäre man im Grunde auch schon durch. Falls die Ausrichtung des Plans nicht passen sollte, kann er auch noch gedreht werden. Alt-R öffnet ein neues Fenster, in dem mit Transformationsbefehlen der Plan verändert werden kann. Also eine Rotation im Uhrzeigersinn wäre beispielsweise Rot-CW, was für Rotation Clockwise steht. Aber auch Spiegelung und Verschiebung sind möglich. Weitere Beispiele findet man darunter.
Wenn der Plan noch mehrmals im Spiel zur Anwendung kommen soll, kann man ihn als Makro abspeichern. Anschließend steht er, genau wie alle anderen Makros aus dem ersten Teil, mit STRG L zur Verfügung. So, wie versprochen, diesmal ein knackigeres Video zu dem dafür passenden Thema. Ich bin selbst ein großer Fan von Baumakros. Mit QuickFort bin ich noch nicht so richtig warm geworden, weil ich für gewöhnlich auch keine großen und verschachtelten Strukturen erstelle, sondern eher effiziente Bauten, die sicherlich keinen Schönheitspreis gewinnen würden. Da bin ich vermutlich zu einfach gestrickt und zu pragmatisch veranlagt. Wie auch immer, wenn dir das Video gefallen hat, denk an den Daumen nach oben und an das Abo, wenn du weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtest. Wir lesen uns in den Kommentaren und sehen uns im Folgevideo. Bis dahin!